Gelobt sei Jesus und Maria. Mit großer Freude im Herzen möchte ich alle grüßen, die diesen Kongress organisiert haben und all jene, die an diesem Online-Kongress als Referenten oder als Teilnehmer dabei sein werden. Über Medjugorje, über die Erscheinungen und Botschaften der Königin des Friedens, habe ich schon als kleines Kind gehört. Ich habe im Herzen die Berührung der Gottesmutter gespürt und habe mich ihr und ihrem unbefleckten Herzen geweiht. Im Jahre 2001, am Fest der Verkündigung, mit 20 Jahren durfte ich als Bürger zum ersten Mal Medjugorje besuchen. Diese Reise war das schönste Geburtstagsgeschenk von meiner Familie. In der damaligen Monatsbotschaft sagte die Mutter Gottes uns: Liebe Kinder, ihr lebt in einer Zeit, in der euch Gott große Gnaden gibt, aber ihr wisst sie nicht zu nutzen. Ihr sorgt euch um alles andere, aber am wenigsten um die Seele und das geistige Leben. Erwacht aus dem ermüdenden Schlaf eurer Seele und sagt mit aller Kraft Ja zu Gott. Entscheidet euch für die Umkehr und die Heiligkeit. Ich bin mit euch, liebe Kinder. So viele Gnaden haben wir von Gott durch die Anwesenheit Mariens unter uns erhalten. Haben wir unsere Herzen für diese Gnaden geöffnet? Seien wir alle von Herzen dankbar, werden wir ihre Aposteln in der Welt. Liebe Mutter Gottes, wir danken dir für dein tägliches Kommen, für alle deine Worte und für deine mütterliche Liebe. Maria, Königin des Friedens, bitte für uns.